Ja, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter Hogwarts, also nein, Let's Play Hogwarts Legacy. So heißt das Spiel richtig. Und wir sind immer noch nicht allzu weit gekommen, natürlich, klar. Wir müssen jetzt mit Professor Fig sprechen und das machen wir auch jetzt mal. Nee? Schön, Sie zu sehen, Professor. Gleichfalls. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor Sie sich Ihren Studien widmen. Habe ich Sie und Professor Weasley etwa von Ruinen sprechen hören? Du warst dabei oder hättest vielleicht nicht sagen sollen? Sie hat mich überrumpelt. Aber mehr habe ich ihr nicht über unsere Reise erzählt. Ich befürchte allerdings, sie ahnt, dass wir etwas verbergen. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass Sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben. Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität Ihres Zeitplans, als Ihr lieb ist. Und sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. Gut, nun, so kompetent Sie auch sind, denke ich, Ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Glücklicherweise haben Sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexen und Zauberern, das Ihnen zur Hand geht. Apropos Hand, und bevor Professor Weasley mich wieder auf Ihre so charmante Art maßregelt, warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten Sie die Karte auf. Dann machen wir das doch mal. So, Aufgabenprotokoll öffnen. Warte mal, die Karte. So, wo müssen wir hin? Dieses Symbol zeigt die Hauptaufträge an. Das Verlegen von Hauptaufträgen bringt die Geschichte voran. Schalte neue Features frei und gewährt EP. So. Einige Aufträge sind durch Zauberspruch und oder durch Stufenanforderungen gesperrt. Das ist klar. Damit wir nicht halt ins Verderben rennen. In diesen Fällen musst du die volle Stufe und oder den erforderlichen Zauberspruch haben, um den Auftrag zu aktivieren. Dauer Zaubersprüche könnte ich erledigte Aufgaben von den Professoren oder als Auftragsbelohnungen erworben werden. Verfolge einen Auftrag mit X, um fortzufahren. Gut, gucken wir mal. Unterrichtsstunde Zauberkunst oder Unterrichtsstunde gegen die dunklen Künste? Hier lernen wir Leviosi, hier lernen wir Accio. Accio ist einfach das Ding, quasi, was wir haben wollen, herholen. Und Levioso ist, glaube ich, der Schwebezauber. Warum eigentlich Levioso? Heißt der nicht Wingardium Leviosa? Ich überlege gerade. Warte mal kurz. Ich überlege gerade, ob ich Accio nehmen soll oder. Ich meine, letztendlich ist es ja wurscht. Ich nehme mal hier den hier. Ich nehme mal Verteidigung gegen die dunkle Künste. Und weist Ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben einen langen Tag vor sich, mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Sie werden Mr. Ollivander mögen, er versteht sein Handwerk und ist ein guter Freund. Ich melde mich, wenn ich mehr über unser geheimnisvolles Medaillon weiß. Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht, denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre ZAGs. Jo. Okay, Mr. Ollivander, bin ich gerade ein bisschen irritiert. Gut, wir haben jetzt quasi mehr oder weniger den Auftrag, wir kommen in Hogwarts abgeschlossen. Das hatte ich gedacht, hat man schon in der letzten Folge gehabt, haben wir aber nicht. Ich bin ein bisschen irritiert tatsächlich. Sitzt Mr. Ollivander nicht eigentlich in der Winkelgasse statt in der. Warte mal kurz, ist das hier irgendwas Interessantes? Kann ich das nicht mitnehmen? Ja. Okay, ich dachte mir, das wäre jetzt irgendwas, was wir jetzt, was ist denn das hier vorne? Ah, oder Rechtsraum Zaubertränke, okay. Aber wir wollen erstmal. Darf ich hier nicht weitermachen? Doch, darf ich. Warte mal, hier ist irgendwas, was in der Truhe, die vielleicht gar nicht mal so uninteressant ist. Ich gucke mal gerade. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen wieder in Assassin's Creed drin. Zu sehr an Assassin's Creed manchmal drin, aber was ist denn die Kiste? Ist die oben oder was? Oder sitzt sie hinter der Wand? Entschuldigung. Dann mal kurz. Enthüllen.
Das ist das Ding, oder? Öffnen. Okay, das können wir scheinbar noch nicht öffnen. Warum machen wir? Warte mal, rollen. Beide, Kröte. Warum das ist. Okay. Oder bin ich jetzt so. Hm. Das ist jetzt irgendwas Näheres zu Ach so, warte mal. Dings. 21. Das ist auch wieder so ein Rätsel. Aber warte mal. Egal, komm, gehen wir jetzt mal ein bisschen Unterricht machen, würde ich sagen. Wir müssen. Ich bräuchte mal dringend mal. Warum auch immer wir keinen Zauberstab. Aber gut, wir sind ja mehr oder weniger mit dem Jahr reingerutscht. Nicht von Anfang an. Gut, okay, das erklärt vielleicht, warum Ollivander mit in den Links ist, in Hogsmeade ist und nicht in in der Winkelgasse. Gut, fangen wir mal mit dem Auftrag an. Gehen wir mal in die Schule. Also nicht in die Schule, sondern eher in den. Ist das alles? Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr, doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Er stammt von der großen Wilderer-Razzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Und, falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wildererring in Ostwales ausschalten und sich nun damit brüsten kann, pures Wissen. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Levioso! Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Poole? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. So, halte den Zauberstab mit L fest und bewege ihn entlang des Pfades des Symbols, um den Zauberspruch zu lernen. Drücke den entsprechenden Befehl, wenn du darauf aufgefordert wirst, um die Bewegung deines Zauberstabs entlang des Pfades des Symbols zu beschleunigen. Na denn, starten wir mal durch. Wir haben ihn. Levioso! Levioso! Nun, probieren wir etwas Größeres. Okay. Beginnen wir mit dem Basiszauber. Wirke einen Basiszauber auf die Übungspuppe. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Schon klar. Wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Denken Sie daran. Ein überrumpelter Gegner ist ein Schwachpunkt. Wie es Mr. Pruitt vorhin so eindrucksvoll vorgeführt hat. Warte mal. Levioso. So, okay. Er hat zwei gedrückt lassen. Ich bin immer die PS5-Version für die Leute, die fragen. Aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an. Duellanten in Position. Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also, moin, moin. Ich will ein faires Duell. Nur mit Levioso, Basiszauber und Protege. Oh ja, das. Kann ich nicht Avada Kedavra einsetzen? Aber jetzt glaube ich, das kommt bestimmt in das auch einfach später. Das wird ein Junge. Das ist doch nicht dein erstes Duell. Sagen wir einfach. Ein schönes Duell weiß ich zu schätzen. Gut. Hast du es gemerkt? Das
Easy peasy. Nicht schlecht für den Anfang. Du teilst aus, wie du einsteckst. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Slytherin. Ja, geil. Professor Hackett, ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, natürlich, Professor. Gut, Sie sollten weiter üben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Salo ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, ich was follow gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Gut. Das war genug Aufregung. Sag mal, kann ich mit dir quatschen? Gegen Professor Hackett würde ich nicht antreten wollen. Ah ja. Kommt immer drauf an, mit welchem Zauberspruch. Theoretisch doch möglich. Du hast dich mit Sebastian duelliert. Starker Gegner. Respekt. Hallo, hübsche. So, Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen einen Experten. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. Das klingt so falsch. Naja, theoretisch haben wir ja... Nee, wir haben ja schon gekämpft gegen einen, aber das muss er ja nicht wissen. Doch, war es. Vielleicht habe ich ja ein Händchen dafür. Tu nur so, aber mich täuschst du nicht. Magie erfordert Willen und Talent. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Wo klingt schon aufregend? Exklusiv und ungenehmigt? Ich bin dabei. Ausgezeichnet, ich hatte also recht. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Ich werde es mir merken. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Gut. Dann bis bald. So. Unterrichtsstunde, Verteidigung für Künste haben wir abgeschlossen und wir sind Level 2. Wenn du die richtigen Zaubersprüche kennst, werden die schwarzen Magier dich fürchten, nicht umgekehrt. Warte mal, da ist aber die ganze Kiste, das triggert mich gerade so ein bisschen. Aber das ist bestimmt nicht... Ist die oben? Nee, die ist doch nicht oben, oder? Was ist da mit der Kiste? Was ist das für ein... Gut, wir sollen als nächstes den Unterricht Zauberkunst machen. Das machen wir sowieso ja in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wo ich da lang muss. Aber ich muss tatsächlich hier unten lang, okay? Ja, der zeigt mir, gut, der zeigt mir den Weg ja vor. Dann hier die Treppe hoch. Peace. Ja gut, es sind doch tatsächlich ein paar Charaktere auch aus dem Harry Potter Wesen, was ja so quasi 100 Jahre später spielt als das hier. So. Ein bisschen weiter hoch. Okay. Du bist doch weiter hoch, oder was? Okay. Aber wie gesagt, das machen wir sowieso jetzt in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich will mich jetzt so kurz da hinstellen schon. Und dann geht das dann irgendwann mal los. Okay, hier wäre der Zaubertrag. Oh. Der ist ja oben. Manche von uns wollen sogar, dass er nicht zum Thema zurückkehrt. Die Kiste ist bestimmt oben, oder?
Ort entdeckt Flurflammen. Ah, okay. Cool. Ich gehe mal kurz da hoch, ob ich, da oben irgendwas übersehen habe. Bist du? Ja? Ich kann dich gar nicht. Okay, ich kann dich so gar nicht. Astronomieturm ist das, glaube ich, hier wahrscheinlich. Was ist die scheiß Kiste? Ich würde. Das nervt mich gerade, dass ich die Kisten nicht finde, die da mir so angezickt werden. Lass das, Peeves. Wir kriegen sonst Ärger. Du kriegst Ärger, aber Peeves putzt du nicht weg. Sie nennt's Mut, er nennt's Fleck. Es reicht. Wegen dir müssen wir noch nachsitzen. Und ihr liegt sowieso beide Fleck. Hallo. Ihr alle habt Ärger mit Professor Black. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich Peeves, dass man Peeves gesehen hat, weil der ist ja quasi, taucht ja nur in den Büchern auf und nicht in den, oh, guck mal, wie ist die Katze? So. Cool. Ja, wir sagen, wie gesagt, wir verabschieden uns heute erstmal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's in den Unterricht für Zauberkunst und dann, ja, bis dahin bei Hogwarts Legacy.